Yay! Hä? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Quizmaster Folge 3. Mit dabei sind heute einmal der Ganesha, einmal der Ben und Special Guest Markus. Und hallo, nicht Rena. Special Guest David. Nur normaler Ben. Guest. Ben muss ich erstmal zweimal sagen. Genau, ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Ich bin wie immer der Quizmaster und habe natürlich wie immer einen kleinen Text für euch vorbereitet. Moment, Markus, du weißt, wie das funktioniert, ne? Ja. Ja, okay, gut. Die Zuschauer, die nicht wissen, wie es funktioniert, die sollen sich jetzt bitte nochmal die ersten zwei Folgen angucken, dann wisst ihr auch, wie das funktioniert. Also, das reicht die erste Folge. Nein, die ersten zwei Folgen. Hey, du bist voll. Ich bin realistisch. Ah ja, realistisch nennt sich das. Alles klar. Okay, ich fange an. Diesmal möchte ich ganz gerne etwas anders anfangen als bei den letzten zwei Folgen. Nein, abgelehnt, fangen so an wie bei den ersten zwei Folgen. Nö. Also, okay. Wir haben uns das letzte Mal über das Spiel The Witcher unterhalten. Da gab es eine Frage, die ihr nicht beantworten konntet. Und zwar habe ich euch gefragt, wie der Name des Vorgängers von The Witcher 3 Wild Hunt lautet. Mal schauen, ob ihr euch die richtige Antwort gemerkt habt. Also, wie heißt... Ja? David? Oh Gott, Selbe Situation wie das letzte Mal. Hä? Assassination of Kings, oder? Of Kings. Lass dich mal gelten, es heißt eigentlich Assassins of Kings, aber okay. Ich lass es mal gelten. Okay, das heißt ein Punkt für David. Ist Ben eigentlich da? Ja, okay. Er hat heute noch gar nichts gesagt, deshalb. Doch, er hat gesagt. Der Deckel. Ist mir auch egal. Also, gehen wir jetzt mal von der letzten Folge weg und begeben uns in das Jahr 2012. In diesem Jahr erschien nämlich eine mit ca. 12,6 Millionen verkauften Einheiten relativ erfolgreiche stationäre Konsole von Nintendo, nämlich die Wii U. Diese steht als Konsole der 8. Generation in direkter Konkurrenz zu Sonys PlayStation 4 und Microsofts Xbox One. Das Hauptmerkmal der Wii U ist der Controller bzw. Gamepad. Es verfügt nämlich über ein Touchscreen und ermöglicht somit eine Ausgabe über zwei Bildschirme. Des Weiteren bietet die Konsole die Möglichkeit, 6 unterschiedliche Controller zu verwenden. Ausgestattet ist die Konsole mit einem Hauptprozessor, nämlich dem IBM Espresso, und einem Grafikprozessor, nämlich dem AMD Latte. Das habe ich jetzt allerdings nur erwähnt, weil ich die Namen davon ganz witzig fand. Aber kommen wir jetzt endlich zur eigentlichen Frage. Was ist das erfolgreichste Spiel der Nintendo Wii U? Markus? Über die Super Smash Bros. 4. Das ist leider die falsche Antwort. Ja? Mario Kart 8. Genau. Ja. Kann man jetzt antworten. Der zweite Punkt für David. Leute, ihr könnt... knapp daneben eigentlich. Ihr könnt doch nicht David schon wieder gewinnen lassen, ey, das geht doch nicht. Hat er die zweite Folge auch gewonnen? Dann müsste ich mal fertig anschauen. Oh, nee, hat er nicht. Spoiler. Nein! Also, Mario Kart 8 ist ein Funracer von Nintendo, welches im Mai 2014 erschien. Es besitzt einen Einzelspieler und einen Mehrspieler, bei denen verschiedene Charaktere des Mario-Universums gegeneinander rennen fahren und sich mit Hilfe von Items Vorteile verschaffen können. Das Spiel heißt zwar Mario Kart 8, ist aber nicht das 8. Mario Kart Spiel. Es gab vorher schon Arcade-Automaten, auf denen es möglich war, Mario Kart zu spielen. Das wievielte Mario Kart Spiel ist Mario Kart 8? Warte. Nur auf Konsolen oder auch auf also Arcade-Maschinen? Okay, also offiziell, also oder halt. Jetzt nur offiziell, auf Home-Konsolen oder auch mit den auf Arcade spielen? Mit den Arcade-Automaten. Ich rate mal. Ja, ohne Arcade wären sie 8. Eventuell. Nee. Ja, wenn. Noch schneller, Alter. Ich hab dich schon gehört.
Ich sag einfach Mario Kart Wii. Was? Wie das Nintendo ist das 8er, hätte ich gedacht. War die genau. Frage, oder? Das ging darum, wie viele Versionen von einem... Ja, ist mir egal, ich bin falsch, ihr seid's dran. Du hörst es am Vorteil, Ben. Nein, ich hab sogar was anderes gehört. Ihr macht's ja schon nice alles. Nice one, motiviert bis zum Gen. Ja. 10. Nee, ich gebe euch einfach meinen kleinen Tipp, ja? Ja, nachdem alle geantwortet haben, auch so. Nein, ihr dürft antworten. Okay. Alle wieder. In der letzten Folge haben wir über Assassin's Creed geredet, oder? Doch, es müsste die letzte gewesen sein. Nein, das ist die Frage, wo ich aufgehört habe zum Schauen. Da waren wir uns ja nicht so ganz sicher. Aber es gab da so eine Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Come on! Wenn wir jetzt einfach wieder 11 raten sollen. Spoiler. Ja. Okay, und somit geht der dritte Punkt an David. Wie viele Fragen sind es eigentlich? 69, 42. 9. Also hat David ein Drittel von den Fragen schon richtig. Aha. Ihr könnt ja trotzdem noch gewinnen. Ja, schon, aber... Ach ja, egal. Oft hängt das Spiel sehr vom Itemglück ab. Es gibt verschiedene Items, die ziemlich stark sind. Beispiele dafür sind Raketen und blaue Panzer. Ihr habt in der letzten Folge gesagt, dass ich mich nicht ausschließlich auf Videospiele beziehen soll. Deshalb nutze ich das mit den Raketen und Panzern einfach mal als Übergang zu einem anderen Thema. Der erste und bislang auch letzte Einsatz von Atomwaffen in einem Krieg. Am 6. August 1945 warf die USA die erste Atombombe über Nagasaki ab und 3 Tage später die zweite. Dies führte zur Beendigung des Großasiatischen Kriegs nach der Rede vom 15. August von Kaiser Hirohito. Durch die Kapitulation Japans endete der Zweite Weltkrieg auch in Asien. Doch ich habe eben nur einen Ort genannt, an dem eine Atombombe gezündet wurde. Wie heißt dieser zweite Ort? Warte mal, was hast du gesagt? Ja, ist egal, ja, ich hab's schon gesagt. Ja, was sag ich da? David? Was? Scheiße. Ja, David soll's sagen einfach. Hiroshima? Nein, das war der... David, sag's uns! Ich hab ja schon gesagt, Hiroshima. Ist das deine Antwort, ja? Ja, ich hab's ja gesagt. Okay, 4 Punkte für David. Lol. Das ist falsch. Hä? Nein, das ist richtig. Hiroshima und Nagasaki. Ja, genau. Ja, ich hab das mit dem verwechselt, wo die... Beide im August. Das ist das Tsunami-Ding, oder was? Ja, genau. Okay, wo war das Tsunami dann? Was? Na, also jetzt nicht vor kurzem, aber... wann war das? Wo war denn der Tsunami in Japan war? Markus Senna parallel 2011, glaube ich. 2011, ja. Aber wo war das? Fukushima. Ja, genau, Fukushima. Ja, okay. Okay. Doch gehen wir weg von Zerstörung, Tod und Krieg und reden lieber über ein schöneres Thema, Musik. Das Problem ist, dass wir alle einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben und alle anderen... Musik gut finden. Deshalb würde ich ganz gerne einige Klassiker der Musikgeschichte aufgreifen, von denen ihr eigentlich alle zumindest schon von gehört haben solltet. Beginnen wir also mit einem extrem berühmten Vertreter der Rock- und Popkultur des 20. Jahrhunderts. Elvis Aaron Presley. Er war ein US-amerikanischer Sänger, Musiker und auch Schauspieler. Er verkaufte wahrscheinlich über 1 Milliarde Tonträger und gilt somit als einer der erfolgreichsten Solokünstler weltweit. Aufgrund seiner Ausstrahlung und Erfolge erhielt er einen Spitznamen. Wie wurde er genannt? Ja? The King. Genau. Oder auch King of Rock'n'Roll, aber beides richtig. Das heißt, es steht 4-1 für David. Beziehungsweise 4 Punkte für David und 1 Punkt an Markus. Also Markus hat jetzt noch die Chance aufzuholen. Ich glaube an dich. Kann es sein, dass du heute irgendwie nicht so motiviert bist, Ben? Was?
Ich hab gar nicht zugehört. Ah ja, okay. Mhm. Jemand, der einen ähnlichen Namen erhielt, war der King of Pop. Er war ein US-amerikanischer Sänger, Komponist, Tänzer und Entertainer. Er verkaufte weltweit etwa 300 bis 400 Millionen Tonträger. Andere Quellen geben sogar bis zu 750 Millionen abgesetzte Platten an. Er begann seine Karriere bereits im Kindesalter bei der populären Band The Jackson 5. Ihr dürft auch mittendrin mich unterbrechen und antworten, ne? Nur ja, nochmal so als Nebenaktion. Ah, ja. Louis Armstrong. Als Solokünstler veröffentlichte er im Herbst 1982 mit Thriller das bis heute weltweit meistverkaufte Album. Ja, bis dorthin war es noch Louis Armstrong. Okay. Ja. Der wurde aber nicht King of Pop genannt, oder? Ja, aber der wurde auch King genannt. Ja, oder war Jazz. Das ist richtig. Oder sowas. King of Swing oder so, ja. Mach ich weiter. Ja, es ist wahrscheinlich nicht der Name, den ich mir denke, die Antwort. Ja, meinst du? Ja, schon. Okay. Andere Alben von ihm waren Off the Wall, Bad, Dangerous History und Invincible. Der King of Pop oder auch Michael Jackson wurde am 29. August 1958 in Gary, Indiana geboren. Seinen Tod haben wir alle mitbekommen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich in der Schule war und überall herumging, dass Michael Jackson gestorben ist. Damals wusste ich allerdings überhaupt nichts über die Umstände seines Todes oder sonst irgendetwas über ihn, außer dass mein Vater die Musik von ihm sehr gut findet. Heute weiß ich allerdings ein bisschen was mehr über ihn und finde die Musik auch sehr cool. Doch eins habe ich leider vergessen. Ich hoffe, ihr könnt mir da ein bisschen aushelfen. In welchem Jahr starb Michael Jackson? 2010? Das ist leider die falsche Antwort. Oh, fuck. 2011. Das ist auch die falsche Antwort. Scheiße. Allerdings sag ich's mal so, David war schon nah dran und Ben ist dann in die falsche Richtung gegangen. Ja, ich muss schon dort. Ist jetzt knapp drin oder nicht? Ja, 2009. Ja, das ist die richtige Antwort. Und somit steht es 4 Punkte für David und 2 Punkte für Markus und 0 Punkte für Ben. Michael Jacksons Musik kann man, wie das meiste andere auch, auf YouTube finden. Da ihr euch hier gerade auch auf YouTube befindet, müsst ihr euch natürlich auch ein bisschen mit dem Rest befassen, den man auf YouTube finden kann. Deshalb stelle ich euch zum Abschluss noch ein paar YouTube-Fragen. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Der meist abonnierte YouTuber ist der Let's Player und Vlogger PewDiePie. Er eröffnete seinen Kanal am 29. April 2010 und hat inzwischen über 42 Millionen Abonnenten und über 11,5 Milliarden Aufrufe. Er wurde durch sein Let's Play des Spiels Amnesia The Dark Descent bekannt. Aus welchem Land stammt PewDiePie? Ja? Das ist die richtige Antwort und es stehen 4 Punkte für David, 3 Punkte für Markus. Drei und Punkte immer noch. Ein Punkt. Ja, für den Ausgleich. Ja, 2 habe ich gewonnen. Okay, es gibt noch 2 Punkte zu holen. Das heißt, Markus könnte es sogar noch schaffen zu gewinnen. Oder gleich schon gestern und Benny hat einen Punkt. Ja, das ist mein Ziel. Das ist aber unwahrscheinlich. Benny, wir machen das. Okay, in Deutschland ist der meist abonnierte YouTuber Gronkh. Er hat inzwischen über 4 Millionen Abonnenten und lädt seit dem 1.4.2010 täglich Videos hoch. Sein Kanal gibt es bereits seit dem 12.3.2006. Außer der Webvideoproduktion ist er auch als Computerspieljournalist, Synchronsprecher, Musiker, Schauspieler und Unternehmer tätig. Sein bürgerlicher Name lautet Erik Range. Wie lautet der 2013 von ihm und Sarazar veröffentlichte Song? David? Elektro-Titte? Das ist die richtige Antwort. Okay. Das ist sowas, keine Ahnung. Gut gemacht, David! Ja, ich weiß, ich bin richtig hey, stolz. Was ist da dann peinlich? Ich finde das Lied gut. Ist einfach nur, dass er gewonnen hat. Ja, ich würde sagen, gehen wir trotzdem noch die letzte Frage durch.
Da ihr das ja beim letzten Mal so gut fandet, möchte ich als finale Frage ganz gerne nochmal schauen, wie gut ihr bei meinen Nebeninformationen aufgepasst habt. Ganz am Anfang haben wir über Nintendos Wii U gesprochen. Was habe ich euch gesagt, wie der Hauptprozessor bzw. der Grafikprozessor dieser Konsole heißen? Ja, David? Also der Prozessor heißt Espresso und die Grafikkarte heißt Latte. Genau. Alles klar. David hat somit wieder haushoch gewonnen. Nur doppelt so viele Punkte. Ach. Hä, was? Nur doppelt so viele Punkte wie ich und der Ben. Ach so. Ah ja. Ja. Ich hoffe, dass nächste Folge jemand anderes den David mal ablösen wird. Und ich würde sagen, da könnt ihr natürlich schon gespannt sein, drauf sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.